Schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie beim Spiel der EGTiZ Limburg gegen die Halle Saale Bulls. Sonntag 18 Uhr. Die EGTiZ Limburg in den dunklen Trikots. Halle in weiß-rot. Und da geht's los. Die Saale Bulls direkt im Puckbesitz. Erik Wunderlich steht auch schon bereit hinten. Den habe ich schon drin gesehen fast. Gut, dass ich nicht hingeguckt habe. Da hat sich Troik ganz einfach überspielen lassen. Das war zu einfach. Das erste Mal jetzt Halle wirklich. Und da ist er eins zum. Erste Mal wollte ich gerade sagen, wirklich im Angriffsdrittel sich von den Rockets festgesetzt und dann hat es auch schon eingeschlagen. Du hast die Nummer 21, Walter Hutterkain. Der Import. Ja, da steht er ganz sträflich hinten alleine. Valenti bringt ihn über die Bande. Da ist das Tor. Das muss er auch. Gibt er? Da gibt's. Jo, sehr ärgerlich gelaufen. Lademann, der da reinrauscht. Oh, einen kleinen Stoß bekommen da von der Nummer 4 von Mikulka. Beste Phase im Moment von den Rockets, die sich mal vorne festsetzen können. Marek, der knapp verzieht. Ne, Hildebrand war's. Zajic. Ah. Als Faktor hinten der Abwehr. Slayton, der da sehr routiniert rangeht. Auch den einen oder anderen Schnitzer drin hat, haben wir ja auch gegen Hamburg gesehen. Vor dem 4-1, dass er mustergültig aufliegt für den Stürmer der Hamburger. Aber... Und da ist das 0-3. Und da ist das 0-3. Schade. Eben war eine gute Vorwärtsbewegung zu erkennen, aber wie du schon gesagt hast, hinten sind wir doch nicht... Löchrig. Ja, löchrig kann man sagen, genau. Das ist das richtige Wort. Aber diesmal war es der Import. Alter Hotterkainen. Griffigkeit unserer Verteidiger. Das doch mal jetzt mal mit Matheson. Ja. Ja, nein. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Ist es so viel zur Theorie. Weil die Saale Bulls jetzt gut in der Vorwärtsbewegung, schnell vorne, schnell vom Tor, zielstrebig. Ja, wir müssen da jetzt ganz schön uns Mühe geben, um an den Puck zu kommen. Ja, das obwohl unsere nominell erste Reihe. Ah, unfassbar. Also. Eieieiei. Sieht aus wie ein Eigentor von Slayton. Wir sehen es aber bestimmt noch mal im Replay. Puck wird vors Tor gebracht. Das, was wir nicht hinkriegen, den Puck einfach mal vors Tor zu bringen. Ich glaube, das war auch... Ach, da waren alle irgendwie mal dran, ha? Der wirklich drei Buden gemacht hat, die eingeschweißt hat. Lademann mit einem Treffer, dann hatten wir das Tor. Uiuiuiuiui. Da ist das 5-0. Wahnsinn. Da... Hildebrand wieder mit Tempo vorne rein. Sache, wenn wirklich. War nicht drin. Auch nicht drin. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Glück. Das können wir auch zwischendurch mal gebrauchen. Es wäre jetzt schön, wenn wir das Ergebnis noch ein bisschen. Hey, aus dem Nichts. Philipp Meyer. Oh weia, ein Tor von Philipp Meyer. Reed geht schön über außen durch. Meier. Eiskalt. 4 gegen 3 gegen 4 Leute. Slayton. Auf der Uhr. Recht im Sinne war das auch unser letzter Sieg gewesen in dieser Liga, ne? Ja, und da gibt es eine Strafzeit gegen Marek. Nick Striebeke. Mal schauen. Das ist jetzt so ein 50-50-Ding. Wir haben Louis Busch drin, das ist 70-30, würde ich sagen. Louis Busch kann das. Ah, schade, leider nicht. 6-1 für die Saale Bulls. Schöner Move. Da hinten sieht man übrigens Jan Guriccia an der Bande sitzen.
Also ist er nicht nach Hause gefahren. Nein, der hat es halt einfach. Michael hat zwei Minuten bekommen. Michael schön zwei Minuten die Bahn stellen. Und da ist das 1:7. Den weiteren Wortschatz erspare ich mir gerade. Aber sauberer Schuss, das muss man neidlos anerkennen. Unfassbar. Sehr guter Angriff. Was ist dann hier geflogen? Ich hoffe doch. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Wer Tobi den Verein unterstützt, das Geld kann man gebrauchen. Ja. Endstand 1:7.